Ich habe vor einigen Tagen einen Anwaltsbrief bekommen, in dem ich aufgefordert wurde, die Behinderung der Bauführung zur Stadtstraße zu beenden. Wieso? Ich habe auf Social Media einige Videoclips gepostet, die sich kritisch mit der Stadtstraße auseinandersetzen. Mein Anwalt hat gemeint, das ist durchaus okay, diese mentale Unterstützung, aber ich darf mein Publikum nicht auffordern, aktiv an dieser Besetzung teilzunehmen. Ich möchte hiermit also offiziell bekannt geben: Ich distanziere mich aufs Schärfste von der Besetzung dieser Baustelle. Es handelt sich bei einer Stadtstraße auch nicht um einen Autobahnanschluss zwischen Seestadt und Tangente, sondern um eine ganz normale Gemeindestraße, auf der man nicht schneller als 50 Stundenkilometer fahren darf. Ja, es gibt zwar eine menschengemachte Klimakrise, aber die werden wir nicht hier in Wien verhindern und schon gar nicht in der Donaustadt. Die 7000 Wohnungen in der Seestadt Nord, die benötigen natürlich einen Anschluss an das höherrangige Straßennetz, weil ab dem Moment, wo die Menschen eine Waschmaschine kaufen oder eine Küche bestellen, sind sie natürlich auf ihre Autos und auf gute Straßen angewiesen. Man kann eine Waschmaschine nicht mit der U2 befördern. Erst wenn die Stadtstraße gebaut ist, können die Öffis in der Donaustadt ausgebaut werden. Hat zumindest der Ernst Nevrivir gesagt. Aber es kann natürlich auch fake sein. Warum sollte er das sagen? Die S1-Spange verbindet Wien dann mit Rasdorf. Das heißt, wie an der Nordautobahn die SCN oder im Süden die SCS, wird es im Osten dann die Shopping City Ost geben. Und da können die Menschen aus der Seestadt dann direkt dort ihre Küche und ihre Waschmaschine kaufen. Ganz im Sinne einer Stadt der kurzen Wege. Natürlich kommen auch nur Investoren in die Seestadt, wenn sie einen Autobahnanschluss haben. Das ist ja klar. Klimaschutz ist wichtig, aber die Ökonomie ist halt noch ein bisschen wichtiger. Also bitte hört endlich auf, den Aktivistinnen hier warmes Essen vorbeizubringen. Und bitte kommt am Tag der Räumung nicht auf die Idee, euch solidarisch mit den Aktivistinnen hier zu zeigen. Nein, ich gehe jetzt auf die Marienhilferstraße, kauft Weihnachtsgeschenke. Es ist sowieso wichtiger, dass jetzt endlich mal der Privatkonsum anzieht, weil ohne Wachstum hilft euch der ganze Klimaschutz nichts. Markus, ich habe das jetzt alles gesagt, was du mir geschrieben hast. Nein, ich habe gesagt, sie sollen einkaufen gehen auf die Marienhilferstraße oder so. Also ich glaube, jetzt können sie mich nicht mehr verklagen. Das sollte passen.